In diesem Video soll es um die sogenannten quadratischen Funktionen gehen und als Kontext habe ich eine Aufgabe ausgesucht, in der es um eine Fläche geht, die an einer Seite von einem Haus begrenzt ist und auf den drei restlichen Seiten soll diese Fläche von einem Zaun begrenzt sein. Kommen wir zu der Aufgabenstellung. Alice möchte eine rechteckige Fläche an ihrem Haus umzäunen. Eine Seite dieser Fläche wird durch das Haus begrenzt. Für die restlichen drei Seiten stehen ihr 20 Meter Zaun zur Verfügung. Stellen Sie den Flächeninhalt der umzäunten Fläche in der Abhängigkeit von der Hausseite grafisch dar. Geben Sie eine Hausseitenlänge, bei der die umzäunte Fläche maximal ist. Nun soll es darum gehen, das Ganze zu mathematisieren. Wir machen eine kleine Skizze. Wir haben einmal hier das Haus und die Fläche, die wir umzäunen und kommen wir jetzt dazu, hier die Seiten irgendwie zu benennen. Die Seite, die am Haus ist, würde ich gerne X nennen und die senkrechte Seite dazu würde ich gerne Y nennen. So, wie geht es weiter? X ist wie gesagt die Hausseite und Y, die Seite, die, ja, ich nenne sie einfach die senkrechte Seite, ein besserer Begriff, fällt mir an dieser Stelle nicht ein. Die Länge von Y können wir aus dem X ausrechnen, denn die Länge des Zauns insgesamt ist jetzt auf 20 Meter begrenzt. Das bedeutet 20 Meter, hier in diesem Fall sind zweimal die Seite Y, plus einmal hier diese gegenüberliegende Seite, die hat die Länge von x. Wir können dann unseren y als eine Funktion von x übersetzen oder als einen Term in x übersetzen durch eine äquivalente Umformung. Dann kommen wir darauf, dass y 10 minus 0,5x ist. Wenn wir die Fläche berechnen wollen, müssen wir also die eine Seite x mit der Seite y multiplizieren. Das ist die Formel für den Flächeninhalt eines Rechteckes. Und so erhalten wir eine Flächenfunktion, die ich jetzt hier groß A von Area bezeichnen möchte. Das soll jetzt die Fläche in der Abhängigkeit von x sein. Und die Funktionsgleichung lautet dann, a von x ist gleich x, das ist diese Seite, multipliziert mit dieser Seite, ausgedruckt hier durch diesen Term, also 10 mal minus 0,5 mal x. Und wenn man das ausmultipliziert, die Klammer auflöst, kommen wir auf minus 0,5x² plus 10x. Hier habe ich die Reihenfolge der Summanden vertauscht, damit x² vor dem x steht. Okay, ich habe die Flächenfunktion jetzt hier bei GeoGebra CAS Rechner eingegeben, a von x ist gleich und so weiter. Hier sehen wir jetzt auch den zugehörigen Graphen von a und sehen, das sieht irgendwie parabelförmig aus. Und wir haben bei x gleich 10 und y gleich 50 sowas wie einen Hochpunkt, eine maximale Stelle hier. Um sich zu vergewissern, dass das tatsächlich bei 10 und 50 liegt, kann man auch hier eine eingebaute Funktion verwenden, die uns ein sogenanntes Maximum liefert, beziehungsweise ein sogenanntes Extrem. Und die Funktion würde auch die sogenannten Tiefpunkte ausgeben. Und zwar lautet der Befehl Extremum. Man kann sich das merken, muss man aber, meine ich nicht. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf das Pluszeichen klicken, so und auf Hilfe gehen, nochmal hier, na, so sieht man schon, dass ich hier die Befehle schon mal verwendet habe. Also Extremum steht bei mir schon als kürzlich verwendet. Ich gebe einfach die ersten Buchstaben davon ein, Extremum, da wird es mir schon vorgeschlagen. Einmal draufklicken. So, Extremum Klammer auf, in die Klammer gehört jetzt die Funktion, von dem ich die Extrema haben möchte. Unsere Funktion heißt hier Groß A, deshalb hier Shift Groß A und Enter. Nun sind zwei Dinge passiert. Einmal hier in der Grafikansicht haben wir hier diesen Extrempunkt bekommen. Und hier als Ausgabe in geschleiften Listenklammern der Punkt
10, 50. Das sind also die Koordinaten in diesem Fall des Hochpunktes. Wir haben hier geschleifte Klammern, weil es rein theoretisch sein könnte, dass eine Funktion mehrere Hochpunkte hat. Hochpunkte und Tiefpunkte ist aber ein Thema, das wird uns später noch sehr, sehr lange beschäftigen. Deshalb gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Was ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, nachdem die Aufgabe gelöst ist, also die Seitenlänge am Haus soll 10 Meter betragen und der größte mögliche Flächeninhalt bei dieser Konstellation lautet 50 Quadratmeter, ist eine alternative Darstellung dieser, jetzt verdrahten wir auch den Begriff, der quadratischen Funktion. Es liegt daran, dass hier unser Argument in der zweiten Potenz liegt, x zum Quadrat kommt vor, deshalb eine quadratische Funktion. Der Graph einer quadratischen Funktion ist hier eine Parabel. Das ist jetzt eine normale Darstellung davon. Man kann aber, wenn man die Koordinaten von dem Extrempunkt bei einer Parabel, spricht man von sogenannten Scheitelpunkt, kennt, kann man die sogenannte Scheitelpunktsformel verwenden. Und die lautet folgend. Gehen wir jetzt hier auf diese Tastatur. Und zwar brauchen wir die Streckung der Parabel. Diese liegt hier bei minus 0,5. Also minus 0,5 mal Klammer auf x und dann ziehen wir die x-Koordinate des Scheitelpunktes ab, hier also die 10, Klammer zu, wurde schon automatisch eingetragen, die Klammer zum Quadrat und plus die y-Koordinate des Scheitelpunktes plus 50, Enter und erhalten eine Funktion, deren Graph exakt über den Graphen von A liegt. Man kann es jetzt hier auch sehen, wenn ich es denn hier, wenn ich die Sichtbarkeit verändere. Die liegen tatsächlich exakt übereinander. Und wenn ich diese Formel hier eintrage, wird sie mir auch hier in GeoGebra auch ausgerechnet und so umgeformt, dass wir auch sehen, dass es sich umgerechnet um die gleiche Funktionsgleichung handelt. Warum diese Funktion funktioniert oder wie man jetzt zu dieser Scheitelpunktsformel kommt, würde ich gerne in einem späteren Video darauf eingehen. Da werden wir das Ganze in einer etwas allgemeineren Form betrachten. Da wird es um die Verschiebung von Graphen gehen. Die Aufgabe haben wir gelöst und eigentlich gehe ich davon aus, dass der Begriff einer quadratischen Funktion längst bekannt ist und an dieser Stelle sollte es eigentlich nur darum gehen, die Dinge aus der Mittelstufe zu wiederholen. Aber wir gehen jetzt nochmal zu der Verallgemeinerung. Eine Funktion f mit einer Funktionsgleichung f von x ist gleich a mal x² plus bx plus c. Die Faktoren a, b und c sind reelle Zahlen. Dabei darf a aber nicht gleich 0 sein, heißt eine quadratische Funktion. Und dabei ist a der sogenannte Streckungsfaktor und c der y-Achsenabschnitt des Graphen von f. So, wenn wir das Ganze jetzt haben, kann man sich auch den Graphen von f mal anschauen. Das wäre jetzt der Graph von f in einer allgemeinen Form hier. Hier würden wir die y-Achse in der Höhe c schneiden. Wenn man jetzt die Koordinaten von unserem Scheitelpunkt hat, können diese irgendwelche Werte annehmen. In der Regel sagt man, die x-Koordinate wird mit kleinem d und die y-Koordinate mit kleinem e bezeichnet. Wenn man die Koordinaten kennt, und auch den Streckungsfaktor, dann kann man mit Hilfe der Koordinaten des Scheitelpunktes und dieser wird meistens mit groß S abgekürzt und des Streckungsfaktors A kann man die zugehörige Funktionsgleichung mit Hilfe der sogenannten Scheitelpunktsformel angeben und diese lautet dann f von x ist a mal Klammer auf x minus die x-Koordinate des Scheitelpunktes Klammer zu zum Quadrat
plus die y-Koordinate des Scheitelpunktes.